Thank you.
Diese Häuser zahlen so geringe Steuern, das ist kaum der Mut. Spaniens neue Hauptstadt ist genau, was wir brauchten, um diese weit entfernte Provinz enger an Rom zu binden. Und durch die völlige Vernichtung der letzten Etrusker verliert der Westen seine letzte Bedrohung. Wie sehr wünsche ich mir doch, dass alle meine Gouverneure so erfolgreich wären wie ihr. Ihr seid überrascht, dies von mir zu hören. Nun, wir ziehen es vor, Roms Fehlschläge nicht an die große Glocke zu hängen, sondern in aller Stille damit umzugehen. Leider enttäuschen einige Gouverneure das Vertrauen, das ich in sie gesetzt habe. Das nehme ich sehr persönlich. Wie sich herausstellte, war euer Kollege in Caesarea nichts anderes als ein gemeiner Dieb. Dieser Narr steckte alle Denari, in seinen Büchern als Ausgaben für Präfekturen und Präfekten Gehälter ausgewiesen waren, in die eigene Tasche. Durch seinen Betrug warf er genau die Probleme auf, die man in einer Stadt ohne Präfekten erwarten darf. Und er war nicht halb so schlau, wie er dachte, denn jetzt schmachtet dieser ehemalige Gouverneur im Mamertinus-Gefängnis. Es macht mir Freude, sein Schicksal an das von Caesarea zu knüpfen. Ihr nun, bester meiner vielversprechenden Gouverneure, werdet jetzt Caesarea übernehmen. Bringt der Stadt wieder ihre frühere Glorie zurück und erreicht die Wertungen, die ich für euch festgelegt habe. Wenn ihr den Schaden wieder gut machen könnt, den der vorige Gouverneur angerichtet hat, werde ich ihm gegenüber Gnade zeigen und ihn lediglich aus dem Imperium verbannen. Falls ihr Caesarea nicht retten könnt, wird er genauso langsam und schmerzvoll sterben wie seine frühere Stadt. Dass ich äußerst enttäuscht sein würde, wenn ihr versagt, brauche ich ja wohl nicht extra zu betonen. Ich nehme auch das Versagen meiner Gouverneure sehr persönlich. Ach ja, neben den Problemen, die von der Misswirtschaft herrühren,
sind auch unsere alten Feinde, die Numider, in dieser Gegend noch immer aktiv. Vernachlässigt daher nicht die Verteidigung der Stadt.